Einen wunderschönen guten Morgen, heute ist der Tag der Tage. Wir fahren zu IFA, keine Frage. Spandau. Yeah. Der Moment, wo man in der falschen Bahn sitzt, wenn man den Streckenplan nicht lesen kann. Ich liebe Hamburg. Da will man sich mal eben am Fahnenmast festhalten und drehen, aber nein, was ist, man legt sich fast hin. Ich als ehemaliger DJ, ne, musste natürlich zu Pioneer DJ und mir mal das Equipment angucken. Hier habe ich mein neues Equipment, was zu Hause noch eingepackt ist. Der DDJ400. Da muss ich mir noch mal überlegen, wie ich das hinbekomme, aber ich freue mich schon mal drauf, dass das bisher zumindest klappen tut. Mal schauen. Wisst ihr, was ich ein bisschen Ironie finde? Die Schlafmützen vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur sind auch hier. Die haben doch schon so viel verbockt. Ich bin nur froh, dass Wilhelm Tell bei mir zu Hause schon Gigabit Glasfasernetz liegen hat. Strike! So, meine Lieben, das war es jetzt von mir, von der IFA 2019. Aber ich muss sagen, das war auch wieder echt anstrengend. Ne? Die ganzen Leute da am Rumlaufen und vor dem Rolli stehen bleiben. Da musst du die antippen, dass du da mal durchkommst. Und dann gucken die auch noch ganz blöde und so. Ja, ist der übliche Wahnsinn. Aber naja, es gibt Schlimmeres. Dementsprechend hat es dennoch Spaß gemacht. Und das ist die Hauptsache. Der ICE kommt her, ist da, ab geht's nach Hause. Ja, Probleme. Tür ist kaputt. Dann aber blöd mit der Tür. Ja, allerdings. Das ist ein ganz neues Modell. Das ist das Schlimme. Ganz neu dazu. Traurig eigentlich. Ja. Und man kriegt die Tür auch nicht anders auf da hinten? Nee. Okay. Ja. Deutsche Bahn. Neue Züge und Türen kaputt. Und dann gleich zwei in einem Waggon. Jetzt stehe ich hier bei den Kinderwagen, ja. Das wird ja eine Fahrt. Mann, Mann, Mann.